Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge des Vogelquizzes. Das Video, bei dem du dein Vogelwissen testen kannst. Aber fangen wir wie immer von vorne an. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und damit rein ins Video. Wenn das Format dir gefallen sollte, dann hinterlass mir doch jetzt einen Kommentar, ein Like und ein Abo und schau vielleicht noch auf Instagram vorbei. Beginnen wir mit der Auflösung der Fotofrage. Das hier war der Ausschnitt aus der letzten Folge und sehr viele von euch konnten den Steinschmätzer erkennen. Auch die drei anderen Fragen habt ihr sehr gut beantwortet. Bevor wir mit der ersten Frage starten, möchte ich euch kurz das Spielprinzip erklären. Euch erwarten insgesamt 4 Fragen, wovon ihr die ersten 3 mittels der Abstimmungsfunktion von YouTube beantworten könnt. Die letzte Frage, die 4., ist die Fotofrage, bei der ich euch einen Ausschnitt von einem Vogel zeige. Eure Aufgabe ist es hier, den Namen des Vogels in die Kommentare zu schreiben. Die Auflösung gibt es dann immer in der nächsten Folge. Sind wir soweit und beginnen mit Frage Nummer 1. Welcher Vogel verbirgt sich hinter dem lateinischen Namen Columba palumbus? A. Der Goldregenpfeifer, B. Die Amsel, C. Die Ringeltaube oder doch D. Der Star. Wie immer habt ihr jetzt 10 Sekunden Zeit, die Umfrage oben rechts zu öffnen und eure Antwort einzuloggen. Kommen wir zur Auflösung. Richtig wäre C gewesen, die Ringeltaube. Die Ringeltaube ist die größte Taube Mitteleuropas und reicht eine Länge von bis zu 43 cm. Sie ist heimisch in Wäldern, aber auch in Parks, Gärten und Friedhöfen. Diesmal ist es kein Fun Fact, sondern eher etwas Trauriges. Ein Sad Fact sozusagen. Wenn es auf Tankern oder Ölplattformen zu Unfällen kommt, ist der Schaden für die Natur immer riesig. Als der Tanker Exxon Valdez 1989 vor Alaska auf ein Riff auffuhr, kamen mindestens 100.000 Seevögel ums Leben. Machen wir weiter mit Frage Nummer 2. Unter welchem Namen ist die Amsel sonst noch bekannt? A. Als Singdrossel, B. Als Schwarzvogel, C. Als Schwarzdrossel oder D. Als Schwarzdrossel? Auch jetzt habt ihr wieder 10 Sekunden Zeit, die Antwort einzuloggen. Kommen wir zur Auflösung. Richtig wäre C, die Schwarzdrossel gewesen. Machen wir weiter mit The Question of the Day. Kommen wir zur Question of the Day. Diese kommt heute von MattMartin87 und er hat mich 2 Fragen gefragt. Und zwar erstens, was mich für die Vögel begeistert hat. Und das ist meine Kindheit gewesen. Ich war viel draußen, wir haben am Waldrand oder am Wiesenrand gewohnt, der Wald war nicht weit weg. Und somit war ich immer sehr viel draußen und habe mich dafür schon interessiert, habe manchmal auch Bücher in die Richtung gelesen. Aber so richtig hat sich das dann im Studium nochmal vergrößert, mein Interesse an der Ornithologie, weil wir dort sehr viel in die Richtung unterwegs sind. Und dann habe ich angefangen, mich auch weiterhin zu Hause damit zu beschäftigen und habe dann irgendwann den YouTube-Kanal gegründet. Und so hat das alles seinen Lauf genommen. Die zweite Frage ist, wie viel Zeit pro Woche ich in die Ornithologie stecke. Und da würde ich jetzt mal 2 verschiedene Sachen machen. Zum einen mein YouTube-Kanal, 2 Videos die Woche, sind pro Video 2 bis 3 Stunden, sind schon 5-6 Stunden die Woche. Dazu kommt das ganze Organisatorische, also wenn ich zum Beispiel Interviewpartner anschreibe oder Kommentare beantworte oder einfach alles organisieren muss. Da geht natürlich dann auch nochmal, weiß nicht, eine halbe Stunde jeden Tag drauf. Und zum anderen natürlich die Ornithologie, also das Vogelbeobachten, mich weiterbilden, in die Richtung die ganzen Sachen zu tun. Also da im Moment gehen so 1 bis 2 Stunden die Woche für Birdwatching und so weiter, also explizit Birdwatching drauf, weil ich einfach gerade mit der Universität relativ viel zu tun habe, noch eine Hausarbeit schreiben muss. Aber im Normalfall bin ich so 2 bis 3 Mal die Woche mit Fernglas und Kamera unterwegs und das würde ich natürlich gerne noch öfter machen. Jetzt im Winter ist es ein bisschen anstrengender oder kälter, aber gerade im Frühling, im Sommer oder während den Zugzeiten bin ich schon fast jeden Tag eigentlich unterwegs. Falls du noch Fragen an mich hast, dann stell sie mir doch jetzt unten in den Kommentaren und mit etwas Glück und Ausdauer bist du vielleicht schon in der nächsten oder übernächsten Folge dran und ich werde deine Frage beantworten. Kommen wir jetzt noch zur dritten Frage. Wie immer lautet diese, zu welchem Vogel gehört dieser Ruf? Zum Bluthänfling,
B zum Feldsperling, C zur Weidenmeise oder doch D zum Teichrohrsänger. Jetzt hört ihr den Ruf noch einmal. Ich hoffe, ihr habt eure Antwort eingeloggt, denn jetzt kommen wir zur Auflösung. Richtig wäre A, der Bluthänfling gewesen. Der 13 bis 14 cm große Vogel aus der Familie der Finken wird auch Hänfling oder Flachsfink genannt. Kommen wir jetzt noch zur Fotofrage. Wie immer lautet diese, zu welchem Vogel gehört dieser Ausschnitt? Wenn du eine Antwort hast, dann schreibe sie mir doch jetzt in die Kommentare. Das war's dann auch schon wieder von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann drück doch jetzt den Abonnier-Button unten und folge mir auf Instagram. Ich danke dir fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.